Hallo Freunde der Nacht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video am Vatertag oder Christi Himmelfahrt oder was auch immer ihr heute feiert. Es ist 8 Uhr morgens, was für mich an einem Feiertag sehr früh ist, weil normalerweise habe ich heute frei und ich bin eine exzessive Langschläferin und genieße es auch lang zu schlafen. Aber gestern Abend und auch heute Morgen, also quasi die ganze Nacht, hat mich ein Buch umtriebig gemacht und mir eben eine schlaflose Nacht bereitet, dass ich jetzt morgens hier sitze und das aus meinem System kriegen muss, weil ich sonst innerlich explodiere. Ja, ihr habt es ja im Titel schon gesehen. Das Buch, das Video wird wahrscheinlich heute auch online kommen. Blood and Ash, Liebe kennt keine Grenzen, der erste Band dieser Was soll habe ich da gelesen Reihe von Jennifer L. Armentrout. Also, ich fange mal an, ein bisschen strukturiert zu werden, sonst wird dieses Video ein reines Chaos. Hier geht es um Poppy, die eine Auserwählte ist und in einer Welt lebt, die, würde ich sagen, mittelalterlich angehaucht ist. Das heißt, wir haben hier brachiale Strukturen, die streng hierarchisch sind und die auch für Frauen nicht gerade von Vorteil sind, sage ich mal. Und Poppy lebt in dieser Welt, weil sie das Symbol einer Religion ist, die sich rund um die Jungfräuliche, aka die Auserwählte, dreht, die dazu beitragen soll, dass das Königreich eine Zukunft hat. Was genau erfährt man am Anfang nicht, aber zu diesem Zweck wird sie eben total isoliert auf einer Burg etwas außerhalb der Hauptstadt von einem Herzog und einer Herzogin großgezogen und quasi auch, naja, in einem goldenen Käfig eigentlich gehalten. Sie darf keinen Kontakt zu Außenstehenden haben, die einzigen Personen, mit denen sie reden darf und die sie ab und zu ohne ihre Vollverschleierung sehen dürfen. Das ist ihr Ziehvater und auch irgendwie also so eine Art Vaterfigur, aber gleichzeitig auch ihr Leibwächter. Victor, dann noch ihr Leibwächter Rylan und der Herzog und die Herzogin. Alle anderen haben nicht das Recht, sie also enthüllt zu sehen. Und grundsätzlich hat sie irgendwie sonst auch keine Freiheiten. Sie bekommt halt so eine Art Religionsunterricht von einer Priesterin, die eben auch in dieser Burg lebt. Und ansonsten hat sie ihr Dasein zu fristen und sich eben zurückzuhalten und auch nicht zu sprechen, zum Beispiel in der Öffentlichkeit, und auch keine Freundschaften zu knüpfen, bis sie eines Tages in die Hauptstadt reisen soll, um dort dieses sogenannte Aufstiegsritual über sich ergehen zu lassen. Und das würde ihr dann quasi alle Geheimnisse enthüllen, die sich rund um ihre Existenz ranken und dann auch ihrem Leben einen Sinn geben. Zumindest so die Grundprämisse. Ja, und ob sie dann dieses Aufstiegsritual durchführt, ob sie sich vielleicht auch von diesen Ketten dieses goldenen Käfigs befreien kann, darum geht es dann in diesem Buch. So, ich glaube, mehr Einblick brauche ich gar nicht geben. Ich fange direkt an und ich möchte mit den positiven Dingen anfangen, denn es gibt durchaus ein paar positive Aspekte. Also, was ich sehr gut finde, ist, dass am Anfang unfassbar viel Character Building betrieben wird. Wir haben wirklich Poppys Leben in sehr ausführlichen Zügen. Das heißt, es passiert tatsächlich nicht effektiv viel, also die Handlung bleibt dabei leider auf der Strecke, aber man erkennt sehr viel, in welches soziales Beziehungsgeflecht Poppy verstrickt ist. Das heißt, welchen Leuten sie nahesteht, welchen Leuten sie vertraut, welche Leute auch von ihrer Gabe wissen. Das ist jetzt hier an der Stelle auch kein Spoiler. Die Gabe von ihr wird sehr, sehr früh am Anfang enthüllt, quasi fast zu Beginn. Sie kann nämlich die physischen und psychischen, also seelischen Schmerzen von anderen Menschen fühlen und auch dämpfen, beziehungsweise sie diesen, von diesen Schmerzen befreien. Ja? Und zum Beispiel, da könnte ich jetzt was anführen, die Beziehung zu einem ihrer Wächter, das ist sozusagen der Hauptwächter, den ich ja auch schon als Vaterfigur bezeichnet habe, sein Name ist Victor, mit dem hat sie ein ganz besonderes Band über die Zeit geknüpft, denn ihre Eltern sind auf eine tragische und brutale Art und Weise ermordet worden von sogenannten Hungernden. Das sind Wesen, die in der Vergangenheit von sogenannten Atlantianern erschaffen wurden. Atlantianer sind hier die herrschende Rasse oder die herrschende Wesenheit, die vor dem Beginn des aktuellen Königspaares, also vor einer großen Rebellion, einfach an der Macht war. Und genau, vor diesen Hungernden wurden die Eltern von ihr stark, also wirklich, wirklich stark entstellt und dann auch getötet. Und auch Poppy hat davon sehr offensichtliche körperliche Narben davon getragen, sowohl im Gesicht als auch am gesamten Körper. So wirklich wulstige, richtig hässliche und richtig tiefe Narben, die natürlich auch in ihrer Seele Spuren hinterlassen haben. Und jetzt hat sie eben Victor, der für sie so eine Art Ziehvater ist und dem sie sehr vertraut, dem sie auch all ihre Geheimnisse anvertraut und der ihre neue Familie darstellt. Denn ihr einziger Bruder Ian ist halt vor ein paar Jahren schon mit dem Aufstiegs
Ritual in ein neues Leben eingetreten, hat wenig Kontakt zu seiner Schwester und muss eben auch seinen Verpflichtungen nachkommen. So, und genau diese Beziehung wird halt in sehr vielen kleinen, detailreichen Szenen gut aufgearbeitet. Man hat zum Beispiel Kampfszenen, also sie darf eigentlich keinerlei Kampfunterricht oder so irgendwas nehmen, auch nicht zur Selbstverteidigung, aber gegen den Willen des Herzogs, der Herzogin, des Königs und der Königin unterrichtet Viktor sie eben trotzdem. Und er gibt ihr auch sowas für eine Zuflucht, er versucht ihr immer zuzuhören und er sieht auch die Person hinter der Jungfräulichen oder der Auserwählten, also hinter ihrem Status und hinter ihrer Position. Eine etwas weniger innige Beziehung pflegt sie zu ihrem anderen Leibwächter, der Rylan heißt. Der ist so eine Art Kumpel, der aber auch nicht all ihre Geheimnisse kennt, der auch nicht über ihre Gabe Bescheid weiß. Und der so ein bisschen, so ein bisschen derjenige ist, mit dem man vielleicht auch Spaß haben kann, aber dem sie sich halt nicht komplett öffnet. Und die dritte Person, die nochmal ganz gut veranschaulicht, dass Jennifer Armentrout das hier an der Stelle wirklich gut gemacht hat, ist Tawny. Das ist die einzige Gesellschafterin, die Poppy zugestanden wurde. Das heißt, mit ihr darf sie sich unterhalten, mit ihr soll sie eigentlich keine Freundschaft knüpfen, aber ganz ehrlich, immer mit Leuten und vor allem mit so wenigen Leuten redet, möchte man vielleicht auch ein bisschen eine Bindung zu diesen Personen aufbauen. Und so passiert es natürlich auch. Tawny bezeichnet Poppy als ihre Freundin, als ihre sehr innige Freundin. Aber Poppy ist sich der Sache nicht so ganz sicher, vor allem zu Anfang, weil, im Grunde wird Tawny dafür bezahlt, dass sie Zeit mit Poppy verbringt. Und ihr ist nicht so ganz klar, wie weit diese Loyalität, diese Freundschaft und diese Gefühle auf platonischer Ebene natürlich, was heißt nicht natürlich, aber es ist einfach so, reichen. Ja? Also ihr ist halt nicht klar, weil ihre Freundschaft auch noch nie auf die Probe gestellt wurde, inwieweit Tawny halt wirklich auch Poppy sieht oder halt nur diesen Status der Auserwählten. Auch da gibt es wieder genau diesen gleichen Konflikt und all diese Beziehungen werden Stück für Stück auseinander gedröselt. Es gibt auch eine Person, beziehungsweise eigentlich zwei Personen, die Poppy heftig zusetzen, die schlimm mit ihr umgehen, die ihr furchtbare Dinge antun, die ich an dieser Stelle nicht wiederholen kann und nicht wiederholen möchte. Erstens, weil es Triggerwarnungen bedarf und zweitens, weil das halt schon auch ein Spoiler wäre. Aber sie leidet sehr stark, also nicht nur unter ihrer Vergangenheit und dem, was in ihrer Kindheit passiert ist, dieser Überfall der Eltern war, als sie ungefähr 6 Jahre alt war, sondern auch in der Gegenwart noch. Denn man kann es dem Herzog zum Beispiel, also der diese Burg regiert, in der sie ist, niemals recht machen. Und er sucht immer einen Grund, warum er von ihr enttäuscht ist, warum er sie bestrafen kann auf eine sehr heftige Art und Weise und warum auch andere Adelige es schaffen, sie zu demütigen und ihr ihre Selbstbestimmtheit zu rauben. Das ist ja per se erstmal keine total schlechte Grundbasis. An der Stelle haben zum Beispiel viele kritisiert, dass die Vollverschleierung zum Beispiel eine Parallele zum Hijabi sein kann und es dann natürlich um diese Entschleierung von Poppy geht. Finde ich jetzt an der Stelle gar nichts. Es hat zwar schon auch einen religiösen Bezug, aber es ist jetzt nicht so, dass sie das voller Hass getragen hat. Sie hat halt nur gesagt, was sie stört, ist halt vor allem die gesellschaftliche Einschränkung, was halt quasi symbolisiert wird durch diese Vollverschleierung und durch ihre Abkanzelung von der gesamten restlichen Gesellschaft einfach, ja, von allen Menschen, die sonst so da auf der Welt leben. Was ich auch nicht okay, aber verständnisvoll finde, ist, dass hier Frauen nicht so gut wegkommen, weil wir haben eine mittelalterlich grundbasierte Welt, in der Frauen einfach keine großen Rechte und Freiheiten hatten, nicht viel Perspektive. Und das ist ja auch erstmal eine Grundprämisse. Das heißt, auch da gibt es natürlich Entwicklung, das kann sich verändern, das soll sich ja auch verändern. Und an der Stelle würde ich jetzt mal das nicht kritisieren, weil man braucht am Anfang Konflikt, den man im Laufe der Geschichte lösen kann. Genau, so. Und bis ungefähr 3/4 des Buches, also ich würde sagen, es fing vielleicht ab Seite 500 irgendwas an, 530 vielleicht, also nur das hier, nahm es eine Wendung, die mich wütend gemacht hat, die mich sprachlos zurückgelassen hat und genau wegen diesen paar Seiten, wegen diesen paar letzten 250 Seiten oder was, sitze ich jetzt hier und habe so einen Drang drüber zu reden. Punkt Nummer 1, was hier auf jeden Fall fehlt, ist, also ich fange jetzt mit den kleineren Kritikpunkten an und arbeite mich dann vor, was auf jeden Fall fehlt, ist mehr Worldbuilding. Jennifer Armentrout bezeichnet dieses Buch als ihr erstes High-Fantasy-Buch, was vom Grundtonus her auch stimmt. Wir haben hier eine eigene Welt, wir haben eigene Regeln, also ein eigenes ökonomisches System, ein eigenes religiöses System, aber all das wird eigentlich nicht wirklich aufgebaut. Also wir haben im Grunde kein Worldbuilding. Und zwar nicht nur im gesellschaftlichen Sinne, da fehlt zum Beispiel der Bezug zu anderen Ländern,
Da fehlt auch ein bisschen die Grundstruktur des Landes an sich. Also wo genau liegt zum Beispiel die Hauptstadt? Oder an welcher Küste liegt denn diese Burg Teran, an der wir eigentlich zu, ich sag mal, 80% des Buches sind? Wo liegen umliegende Dörfer? Liegt es an ebener Küste oder an einem Wald, in einem Gebirge, in der Wüste? Ja, also man weiß, es ist ein Wald in der Nähe, durch den sie halt auch irgendwann laufen. Aber ansonsten hat man gar keine Anhaltspunkte, in welchem großen Kontext dieses Reich liegt. Also, das auch, by the way, keinen richtigen Namen hat, sondern ja, auch in welchem Kontext zu anderen Ländern, anderen Kontinenten es steht. Der Schauplatz, den wir hier haben, der könnte auf einer größeren Insel liegen. Der könnte aber auch auf einem riesigen Kontinent liegen, umgeben von fünf anderen Ländern. Das ist alles im Bereich des Möglichen, wenn man sich nur darauf bezieht, was man an Informationen aus diesem Buch ziehen kann. Das heißt, mir hat ganz, ganz stark eine Karte gefehlt oder mehr Beschreibungen. Und ich bin wirklich kein großer Fan von elendlangen Landschaftsbeschreibungen. Aber ich brauche natürlich den Kontext. Ich brauche das Gesamtkonstrukt. Und auch das ist natürlich der Kern von High Fantasy. Ja? Wenn ich ein Urban Fantasy Buch lese, weiß ich, wir haben unsere Welt, unsere Bedingungen. Du musst nicht so viel erklären als Autorin oder Autor, weil du dich auf magische Figuren, vielleicht einzelne magische Aspekte konzentrieren kannst, aber eben nicht um das große Ganze. Und das wurde damit eigentlich versprochen, weil High Fantasy Buch, ja, und es wurde aber nicht geliefert. Also man muss ganz deutlich sagen, dass Worldbuilding hier sehr stark zurückgeblieben ist. Man einfach merkt, dass Jennifer Le Amenschaut von Haus aus eine Urban Fantasy Schriftstellerin ist und das nicht so auf die Kette bekommen hat und vielleicht auch unterschätzt hat, was für Vorarbeit und kreativen Prozess es bedarf, um eben ein High-Fantasy-Buch zu schreiben und auch diese Aspekte adäquat in die Geschichte einzubauen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ja, da hat sie sich wirklich meiner Meinung nach maßlos unterschätzt oder hat es einfach weggelassen, weil sie es nicht wichtig empfunden hat. Da muss man aber auch sagen, war es keine richtige High-Fantasy-Geschichte. So viel dazu. Ja, sie hat sich dafür natürlich sehr auf die verschiedenen übernatürlichen Figuren konzentriert, neben den sogenannten Hungernden, also quasi Zombie-ähnlichen, fleischfressenden, durchgeknallten Wesen. Gibt es eben auch noch die sogenannten Atlantianer, die ich ja kurz erwähnt habe. Das sind im Grunde unsterbliche Wesen, die von Geburt an so sind. Und es gibt noch, ich muss sie jetzt Aufgestiegene nennen, die bekommen später noch einen anderen Namen, aber am Anfang heißen die Aufgestiegene, die auch unsterblich sind, aber auch getötet werden können. Also das ist quasi nicht unmöglich. Atlantianer sind ein bisschen schwerer zu töten. Und Aufgestiegene sind aber als Menschen geboren und werden dann zu dem gemacht, was sie sind im Laufe dieses Aufstiegsrituals. Ne? Genau, also das ist so ein bisschen der Unterschied. Und darauf hat sie auch wirklich viel Zeit verwandt. Das hat sie auch gut ausgearbeitet. Aber auch das ist halt ein typischer Move, würde ich jetzt mal sagen, von einer High-Fantasy-Autorin. Und deswegen, ja, also ich bin da sehr unzufrieden gewesen, weil man natürlich auch mit anderen Erwartungen in eine High-Fantasy-Geschichte startet, ist ja klar. So, dann müsste, habe ich ja schon kurz erwähnt, eine ganz, ganz fette Triggerwarnung vorne in das Buch. Es gibt da explizite Szenen, die den körperlichen Missbrauch von Poppy zeigen und beschreiben. Und zwar auf eine heftige Art und Weise, die mir hat es eiskalt den Rücken runterlaufen lassen. Ja, das ist nichts Leichtes, deswegen ist vielleicht auch nicht als Jugendbuch einkategorisiert worden, aufgrund der Stärke dessen, was man da liest. Passiert jetzt nicht ständig. Es gibt natürlich ständig Unterdrückung und ständig den Entzug von Freiheiten, ständige Herabsetzungen von Poppy. Aber all die Sachen sind natürlich in der Summe groß und wichtig und zeigen halt, unter welcher Marter eigentlich Poppy lebt und leiden muss. Aber diese eine spezielle Szene, die fand ich richtig brutal. Und zwar ging es da nicht nur um den körperlichen Akt an sich, sondern es ging um die Herabwürdigung und der Hass, der dahinter steckte und die totale Entmenschlichung von Poppy. Ja, es muss man einfach so sagen. Trotzdem fand ich die Szene nicht schlecht, weil sie etwas hervorgehoben hatte. Sie hatte ihren Sinn und Zweck. Sie hat auch für Character Development in dem Buch gesorgt und auch zum Beispiel Hawk, der dann später noch neu dazukommt, zu dem komme ich gleich. Natürlich gewisse Reaktionen ausgelöst und auch dem Leser offenbart, was da hinter verschlossenen Türen eigentlich passiert. Denn auch ich als Leserin wusste bis zu einem gewissen Punkt, also bis es zu dieser Szene kam, nicht, um was es da eigentlich geht und um was Poppys Gedanken halt ständig kreisen. Ne? So, deswegen auch bis dahin war ich eigentlich noch recht zufrieden. Es gab ein paar Kritikpunkte, aber es war in Ordnung, ja. Also es war eine grundsolide Geschichte, die ich gerne gelesen hatte und die ich auch bis zu dem Punkt weiterverfolgen wollte.
Und dann, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen mit Hawk anfangen, kam es zu Szenen, Entscheidungen, Handlungsentwicklungen, die meiner Meinung nach die gesamte Geschichte versaut haben, die also mir so gegen den Strich gegangen sind, dass ich hätte im Strahl brechen können. Das ist wirklich so. Und dazu werde ich jetzt einen spoilerfreien Teil machen und einen Spoilerteil, weil man das Ausmaß dessen, was man da liest, erst begreift, wenn man halt auch wirklich weiß, was da auf einen zukommt. Und deswegen jetzt erst den spoilerfreien Teil und sollte es dann Spoiler geben, werde ich die natürlich unten wie immer hier einblenden. Ja? Also, ich rede von Hawk. Ja? Hawk ist für mich der Dreh- und Angelpunkt all dessen, was in diesem Buch schiefgelaufen ist. Dazu gehört auch Poppy, aber im Großen und Ganzen ist es Hawk. Das ist der neue Leibwächter, den Poppy an die Seite gestellt bekommt, kurz nachdem Rylan nicht mehr da ist. Ja? Und er ist jetzt immer an ihrer Seite, er beschützt sie, er hat Zugang zu ihr und so gelangen die beiden natürlich ins Gespräch. Sie kannten sich im Vorhinein schon, denn durch einen Anflug von kleiner Rebellion hat sich Poppy dazu hinreißen lassen, eines Nachts ins Red Pearl zu gehen. Das ist eine, ja, eine, würde ich sagen, eine Kneipe, in der es eigentlich darum geht, Sexpartner zu finden, ja, um Spaß zu haben, Karten zu spielen, Alkohol zu trinken. Und dort treffen sich so ein bisschen die High Society dieser Aufgestiegenen, und können da in Hinterzimmern halt sozusagen ausleben, was sie ausleben möchten. Und Poppy kommt da gar nicht hin mit dem Bewusstsein oder mit dem Willen, da irgendwie ihre Jungfräulichkeit oder sowas zu verlieren. Sie weiß ja auch, dass das wirklich wichtig für ihren Status ist. Aber sie möchte frei sein, sie möchte eigene Entscheidungen treffen und sie möchte einmal oder in dem Fall zumindest einmal groß gegen die Regeln verstoßen. Ja, und das macht sie auch, aber sie gerät dann in eine brenzlige Situation, weil Victor, einer ihrer Leibwächter, plötzlich in diese Kneipe kommt, offensichtlich auch nach seinem Amüsement sucht und Poppy jetzt Angst hat, dass er sie sehen könnte und dann würde sie halt richtig heftig Ärger bekommen, nicht nur von ihm, sondern auch vom Herzog. Und das ist auch das große Problem im Ganzen, ne? Und dann kommt eine Frau, sieht, dass sie gerade in Panik ist, erkennt sie sogar als Jungfräuliche. Und schickt sie halt hoch in ein Zimmer, das ganz am Ende des Flures ist und sagt, hey, da kannst du dich verstecken, bis dein Leibwächter weg ist. Doch in dem Zimmer ist jemand, und zwar Hawk. Und der Typ ist gut aussehend, natürlich, hat blau-schwarzes Haar, hat ein Sixpack, wie halt immer, Standard, ne? Und ist halt sehr charmant zu ihr, er erkennt sie nicht als die Jungfräuliche oder die Auserwählte. Und baggert sie halt einfach an, weil er denkt, sie wäre ein Dienstmädchen aus der Burg Teran oder Termann oder wie es heißt, ja, keine Ahnung. Also wo halt Poppy auch lebt und denkt, naja, kann man ja mal machen, so ungefähr. Der hatte anscheinend mit der auch schon früher was am Laufen. Und so schäkern die halt ein bisschen, machen auch ein bisschen rum, aber irgendwann wird die Reißleine gezogen, weil beide merken, das können sie jetzt eigentlich hier nicht durchziehen. Und auch relativ schnell klar ist, auch für Hawk, dass ja, Poppy nicht diejenige ist, für die er sie gehalten hat. So, und dann gehen die erstmal weiter ihrer Wege. Hawk wird aus dem Zimmer rausbeordert von einem seiner Mitstreiter wegen einer wichtigen Angelegenheit. Poppy nutzt die Gelegenheit, flieht, gelangt nach Hause und zieht Hawk erstmal nicht wieder. Und dann wird er eben als ihr Leibwächter eingestellt und sie hat natürlich panische Angst, dass ihr kleiner Ausflug ins Red Pearl ans Tageslicht kommt. Und jetzt haben die natürlich viel Klärungsbedarf. Die müssen das erstmal irgendwie hinkriegen, dass sie jetzt drüber sprechen und dass auch Poppy Hawk dazu bekommt, Stillschweigen darüber zu bewahren. Genau. Und dann reden sie ganz, ganz viel, ja, und shakern auch ein bisschen. Und natürlich gibt es auch irgendwann so Love, ja, oder annähernde Love. Ich würde es jetzt mal nicht wirklich als Liebesgeschichte bezeichnen. das wäre ironisch, so zu, ja, das wäre ironisch, so zu bezeichnen. Genau. Da möchte ich aber noch mal eine kurze Sache anbringen, und zwar ist der Klappentext hier falsch. Also wenn man sich die innere Klappe durchliest, damit meine ich diesen Text hier. Das habe ich noch mal gemacht, kurz bevor ich das Buch angefangen habe, einfach um so die Grundstruktur noch mal aufzufrischen. Ist mir klar geworden, dass das Alter von Poppy darin falsch ist. Also sie wird bezeichnet als 17-Jährige, die bald 18 wird und im Laufe ihrer Volljährigkeit dann dem Aufstiegsritual sich unterziehen muss und dass sie Hawk vorher noch nicht kannte und dass sie erst Hawks Bekanntschaft zum allerersten Mal macht, wenn er als ihr Leibwächter eingestellt wird. Ist beides falsch. Sie ist 18 und wird 19 in diesem Buch und auch mit 19 Jahren soll sie dieses Aufstiegsritual bekommen. Und Hawk kennt sie eben nicht nur von der Burg, wo sie ihn heimlich halt mal beim Trainieren beobachtet hat, sondern eben auch durch diese Situation in der Taverne oder in diesem Red Pearl, das wirklich die Einstiegsszene ist. Also komplett zu Beginn. Das heißt, der Klappentext ist hier effektiv falsch, also faktisch falsch.
So, und Hawk ist am Anfang so ein bisschen so ein Charmeur, der Poppy als ganz normale Frau behandelt, natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, was Poppy sehr gut gefällt. Er ist auch der Erste, der effektiv anspricht, dass hier ganz, ganz viel falsch läuft im missbräuchlichen Sinne und dass man es nicht akzeptieren sollte. Und auch gerade die Menschen, die ihm, die Poppy die ganze Zeit zur Seite gestanden haben und all das miterlebt haben, also bezeugt haben, was hier immer wieder passiert ist. Auch dass die Leute nicht viel gemacht haben, ja immer weggesehen haben, wenn es zu diesen körperlichen Übergriffen kam. Nicht nur Victor, der ja so eine Art Vater für sie war, was der ganzen Dynamik nochmal so einen anderen Unterton verleiht, sondern auch Tawny, die ja eigentlich ihre beste Freundin sein soll und immer wieder zuschaut, wie ihr dieser unfassbare Missbrauch erfährt und auch niemals Partei für sie ergreifen. Also die setzen sich kein einziges Mal, und so erzählt es eben auch Poppy, in der Vergangenheit haben sie sich auch kein einziges Mal für sie eingesetzt. Das ist natürlich auch nochmal eine Verschiebung dieser sozialen Beziehungen. Und gleichzeitig stellt es natürlich den Fokus auf Hawk, der ja so als der Erste ist, der halt mal Sachen anspricht und nicht einfach nur Schweigen darüber bewahrt, was hier eigentlich mit ihr passiert. Er entwickelt ganz, ganz viel Wut und gibt ihr auch ein bisschen neue Perspektiven auf, ich sag mal, altbekannte Prozesse und Denkmuster. Dennoch kann er sie natürlich nicht vor allem beschützen und dennoch hat er keine Ahnung, was das Ausmaß, was es bedeutet, eine Frau zu sein in dieser Welt und diese Art und dieses Ausmaß von Unterdrückung zu erfahren. Und da fängt für mich so der Kritikpunkt ein bisschen an. Er hat schon diesen leichten Attitude von wegen, du musst dich wehren, ich werde dich beschützen, wir kriegen das irgendwie hin. Ja, also schreibt dir irgendwie vor, wie sie in bestimmten Situationen zu reagieren hätte und kritisiert dann, wenn sie es halt nicht macht. Unterstützt sie bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Bis zu der Punkt der Geschichte war mit ihm auch noch eigentlich alles so in Ordnung. Aber er hat eben keine Ahnung, was es ist, eine Frau zu sein. Und ich hasse es dann, wenn ich einfach in Büchern lesen muss, dass ein Mann meint, es besser zu wissen, obwohl er noch nie dein Leben gelebt hat, keine Ahnung hat, wie es ist, in den Schuhen einer Frau zu stecken und keine Ahnung hat, wie es ist, vor allem in den Schuhen der Auserwählten zu stecken, was nochmal eine ganz, ganz andere Ebene an Unterdrückung mit sich brachte in der Geschichte. Ja, also das hat mir dann schon so ein bisschen sauer aufgestoßen, war aber noch nicht so krass. Und dann, ja, gibt es einen Turning Point, es gibt ein großes Ereignis, das ich jetzt mal die Bloody Party nennen würde. Und danach überschlagen sich die Entwicklungen und die Ereignisse. Poppy muss von der Burg fliehen. Es gibt viele tragische Verluste, die wirklich herzzerbrechend waren und die aber auch wirklich gut geschrieben waren, muss ich an der Stelle zugestehen. Es gibt einen Turning Point, sie muss fliehen und sie suchen jetzt einfach Schutz in der Hauptstadt bei Königin und König. Und auf dem Weg dorthin läuft nicht so alles nach Plan, wie man sich das so denkt. Ich möchte das natürlich jetzt spoilerfrei halten, so. Und Hawk offenbart seine wahre Identität, die überhaupt keinen Überraschungseffekt für mich hatte, weil das war für mich ab Kapitel 3 klar, was er ist und wer er ist. Er offenbart dann, ne, wer halt, was seine Identität ist, und Poppy wird es auch klar und sie weiß, was jetzt eigentlich dahinter steckt und warum er als sehr junger und eigentlich sehr unerfahrener Wächter, die eben halt auch die Stadt immer vor diesen sogenannten hungernden Schützen auserwählt wurde für diesen sehr hohen Rang des Leibwächters der Auserwählten. Und sie weiß halt auch, dass da das Hawk gelogen hat in vielen Dingen, sie hintergangen hat und dass sie ihm eigentlich nicht mehr vertrauen kann. Aufgrund vieler Dinge, die er getan hat und aufgrund vieler Dinge, die er ausgelöst hat. Und am Anfang ist sie da auch berechtigterweise sehr wütend. Doch dann, ich kann euch gar nicht sagen, wie ich das jetzt beschreiben soll, ohne dass es so lächerlich klingt, wie es ist. Und dann wirft sie das alles über Bord, weil er ist ja hot und sie liebt ihn ja immer noch. Und man kann ja Dinge auch verzeihen. Und er hat ja dann auch eine Begründung gebracht, egal wie schlecht diese Begründung war, aber so what, ist ja wurscht. Und dann schleift er sie quasi von A nach B, sagt ihr, was sie zu tun hat, sagt ihr, was sie zu denken hat, beleidigt sie, demütigt sie, Entschuldigung, da kommt mir schon direkt wieder die Galle hoch, bevormundet sie und ist das herablassendste Arschloch, von dem ich in den letzten 10 Jahren gelesen habe. Wirklich. Und ich dachte, die Atlantis-Chroniken von Mara Wolf kann so schnell nichts toppen. Aber das fand ich so schlimm und so verwerflich und das zeigt alles, ja, was irgendwie auch in der MeToo-Bewegung falsch gelaufen ist, ja. Das war ein ins Gesicht spucken für alle Frauen, die unter toxischen Beziehungen leiden, die auch unter anderem Gewalt in der Beziehung leiden, die generell
körperliche, sexuelle, emotionale Übergriffe über sich haben ergehen lassen müssen. Denn all diese Überheblichkeit, all dieser Missbrauch, all das, was hier in diesem Buch Falschlauf, was ich gleich noch im Spoilerteil etwas näher erklären werde, wird stark romantisiert. Ja? Wird stark romantisiert, es wird ständig aus der Sicht des Lesers oder das, was dem Leser suggeriert werden soll, der Standpunkt von Hawk eingenommen, dass hier Poppy es quasi falsch sieht und jetzt einfach im übertragenen Sinne, ja, den Schleier vom Gesicht abgezogen bekommt und endlich die Wahrheit erkennt. Nein, finde ich nicht. Das ist zwar die Message, die geliefert werden soll, aber die Message, die ich bekomme, ist, dass Hawk sein wahres Gesicht zeigt, er ein Soziopath, ein Psychopath und ein Massenmörder ist. Und Poppy, die kleine doofe Amöbe, ich kann es einfach nicht anders formulieren, ihm trotzdem weiter hinterher dackelt, weil er halt heiß aussieht und weil sie nicht gegen ihren Sexualtrieb ankämpfen kann. Und es ist ein Armutszeugnis für sie, das natürlich auch so geschrieben wurde. Also da kritisiere ich überhaupt jetzt nicht die Person an sich, natürlich auch den Charakter, aber auch die Message, die da von Jennifer Armentrout an vor allem junge Leser, aber auch an ältere Leser vermittelt wird. Denn ganz ehrlich, das ist nichts, was in einem Rahmen von einer erwachsenen, respektvollen, auf Augenhöhe bezogenen Beziehung geschieht. Ja? Wenn jemand von mir aus ein Rollenspiel macht, wo man halt den dominanten und den subversiven Part hat, ja? Have it, ja? Wenn man eine SM-Beziehung führt, kein Problem. Wenn man in irgendeiner Weise das auf Basis eines Konsens und auf Basis gegenseitigen Respekts einen Lifestyle entwickelt, der genau diese Aspekte beinhaltet, okay, alles klar. Was er aber macht, ist alles, was gegen den Willen von Poppy geht. Er übergeht sie, er manipuliert sie dahingehend, damit sie glaubt, alles, was er sagt, ist richtig und gut. Sie wehrt sich dagegen nicht und sie hatte eigentlich, ja, kurz bevor sie eben von dieser Burg geflohen sind, so einen richtig guten Empowerment-Moment, ja. Sie ist ausgerastet, sie musste so viel schlucken, so viel Emotionen in sich aufstauen und durfte immer nicht das sagen, tun oder sogar denken, was sie wollte. Und dann gibt es eben diesen einen Moment, wo sie zurückschlägt. Und es hat in mir so starke Befriedigung ausgelöst und ein so starkes Woman-Empowerment-Gefühl irgendwie, dass ich dachte, okay, jetzt haben wir den großen Break-Free. Wir haben mit ihr gelitten, über 400, 500 Seiten, wir haben mit ihr gefiebert. Und jetzt dürfen wir zusammen mit ihr diese Emotionen rauslassen. Sie darf ihren Weg finden. Sie darf ausbrechen aus diesem Käfig. Nur, um freiwillig manipulativ in einen anderen zu geraten, wo ich mir denke, so ja, auch vor allem emotional traumatisierte Menschen machen Rückschritte. Und das ist auch völlig normal. Aber dass es eben, und das ist für mich der Knackpunkt, glorifiziert und romantisiert wird, ist für mich ein No-Go. Ja? Die Art, wie er damit umgeht, dass er ihr offenbart, ich habe dich belogen, ich habe dich hintergangen, ich habe dich manipuliert, ich bin über Leichen gegangen, um das zu bekommen, was ich wollte. Und sie halt sagt, oh mein Gott, du bist ein Monster. Und er so, du wirst trotzdem mit mir ins Bett steigen. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. Genau das hat er gesagt. Das geht für mich alles, also gegen meine komplette Persönlichkeit, gegen all meine Wertvorstellungen. Das ist was, von dem ich hoffe, dass es junge Frauen und junge Männer nicht mitnehmen, wenn sie dieses Buch lesen. Ich finde das sehr gefährlich und ich finde, genau solche Messages tragen dazu bei, dass wir überhaupt eine MeToo-Debatte haben. Es ist für mich alles, was der alte weiße Mann repräsentiert und was im Kontext dieser Problematik falsch läuft. Ich kann nicht fassen, dass ich dieses Buch im Jahre 2022 gelesen habe. Ich sag mal, ich hätte mit meinem Urteil sogar ein bisschen milder, etwas milde walten lassen, wenn ich wüsste, okay, das wurde in 2009, 2010 geschrieben, wo man vielleicht auch noch nicht dieses Bewusstsein hatte, wo die Probleme schon alle da waren, gar keine Frage, aber einfach dieses Bewusstsein noch nicht da war und vielleicht die Menschen das alles mehr als selbstverständlich angesehen haben. Nein, es wurde in der heutigen Zeit geschrieben, mit dem heutigen Bewusstsein, mit der MeToo-Debatte, mit all den, ja, auch enthüllenden Statistiken, die wir auf der ganzen Welt haben, was Missbrauch, toxische Beziehungen, sowohl von Frauen als auch von Männern betrifft. Ja, ich meine, auch ein Mann kann sich durch die Geschichte getriggert fühlen. Wir haben ja einfach Missbrauch von Menschen, Manipulation von Menschen. Und das ist für mich, also, das kann ich nicht überlesen. Ja, das kann ich nicht überlesen, das kann ich nicht unterstützen. Und es hat für mich an den Grundfesten von meinen Überzeugungen, was Jennifer Armentrout betrifft, gerüttelt. Und zwar heftigst. Ja. Ich kann nicht fassen, dass die Autorin, die, und es war ja vor 10 Jahren, die Lux-Reihe geschrieben hat, die Mondtochter-Reihe geschrieben hat und auch die ersten 3 Teile der Dark Elements-Reihe geschrieben hat, diesen
Haufen Müll fabriziert hat. Ja? Mit einer Message, die, oh, mir wird schlecht, ich kriege Herzrasen und ich würde auch nicht um 8 Uhr morgens hier sitzen und das alles aus mir rauslassen, wenn ich es nicht so wichtig fände, dazu Bestellung zu beziehen und auch zu sagen, natürlich, lest dieses Buch nicht, es ist, also im schlimmsten Fall ist es verletzend, im schlimmsten Fall ist es triggernd, im schlimmsten Fall ist es traumatisierend oder löst in euch gewisse Assoziationen zur Liebe, Partnerschaft und Konsens aus, die so gar nicht existieren sollten, dürfen, was auch immer. Ja. Also da kann einfach einiges schief gehen. Ich finde es eine Schande. Ich finde es wirklich eine Schande. Und ja, das ist, ich urteile hier sehr stark, ich beziehe sehr stark Stellung, aber ich glaube, das muss man auch, ja. Ich kann nicht fassen, dass dieses Buch auf sämtlichen Plattformen einfach 4 bis 5 Sterne erhalten hat. Ich kann mir das nur erklären, dass man sagt, okay, man überliest die letzten 200 Seiten und schiebt die einfach geistig von sich weg. Okay, dann ist der Rest der Geschichte wirklich akzeptabel. Von mir aus auch sehr gut, je nachdem, was für einen Geschmack man hat. Aber ich kann darüber nicht hinwegsehen. Ich kann das nicht, weil das so ein brandheißes Thema ist. Und auch ein Thema natürlich, wo man sich denkt, haben wir es nicht schon genug besprochen? Und muss man das dann auch noch in so einer brachialen Art und Weise in diese Geschichte einbauen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich weitere Tanner Fall Armand Schrott Bücher lesen werde. Also in dieser Reihe schon mal gar nicht. Lest auch nicht alle weiteren Teile. Kann ich euch nicht empfehlen. Nein. Einfach nein. Und ja, ich weiß ja eben auch nicht, ob ich jetzt in dem Fall die Autorin überhaupt noch weiter verfolgen möchte. Und das ist halt schon ein krasser Sprung, wenn ich an dem Punkt war, bis vor diesem Buch. Ich lese alles, was sie rausbringt. Sie hat so viele tolle Bücher, so viele tolle Reihen und auch über so viele tolle Beziehungen geschrieben, dass ich mir nicht denken kann, was an geistiger Umnachtung in ihrem Gehirn stattfand, dass sie dachte, das wäre eine gute romantische Beziehung. Ich habe keinerlei Romantik mehr gefühlt. Am Anfang ja, wirklich, da war ich noch dabei. Aber am Ende, ich habe Ekel empfunden. Ich fand es widerwärtig, weil es halt Dinge romantisiert, die es nicht romantisieren darf. So. Und um das Ganze jetzt ein bisschen näher zu beleuchten und euch genau zu sagen, was da so heftig war und euch den Kontext dessen aufzuzeigen, werde ich jetzt in den Spoiler-Teil übergehen und einzelne Szenen dazu beschreiben und heranziehen und auch für euch so ein bisschen darlegen. Ja? Punkt Nummer 1. Also wir haben es folgendermaßen. Hawk bandelt mit dir an. Wir haben relativ lange gar nichts, außer dass die beiden ein bisschen rumshakern. Sie fummeln auch nochmal ein bisschen rum. Und dann kommt es zu einer Party, die gegeben würde für alle Aufgestiegenen und wo auch Poppy ausnahmsweise teilnehmen kann. Und wo es dann einen Anschlag der sogenannten dunklen Nachkommen gibt. Das bedeutet, das sind die Anhänger des sogenannten dunklen Sohnes. Das ist der Sohn des ehemaligen Herrscherpaares, die ja geputscht wurden durch das aktuelle Herrscherpaar und der ein Atlantianer ist. Also die Atlantianer wurden quasi von den Aufgestiegenen abgelöst. Und bei dieser Party gab es eben einen Anschlag, wo sehr viele Leute gestorben sind. Unter anderem 2 Hofdamen, die Poppy kannte, mit denen sie aber jetzt nur peripher Kontakt hatte. Sehr viele andere Adelige am Hof. Auch der Herzog wird niedergemetzelt, also im Hintergrund einfach gefoltert und getötet, was ich per se jetzt gar nicht schlimm finde, weil der hat Poppy Furchtbares angetan. Er hat sie körperlich gefoltert, emotional gefoltert. Das ist genau das, was ich damit meine. Aber auch die Szene werde ich an dieser Stelle jetzt nicht beschreiben. Muss nicht sein. Und es kommt eben zu diesem Massaker, wo Tausende von Menschen sterben oder Aufgestiegenen und auch Victor sein Leben verliert in Ausübung seiner Tätigkeit, also in der Verteidigung von Poppy. Denn Poppy, Victor, Lord Marzen, auch ein heftiger Sadist und ein Arschloch, der im Prinzip die ganze Zeit Poppy mit emotional und körperlich missbraucht. Also nicht sexuell, aber körperlich einfach, ja. Ja, ich will es nur mal herausheben, also es kommt zu keinem sexuellen Missbrauch, es kommt zu einem physischen Missbrauch, obwohl ja auch sexueller Missbrauch physischer Missbrauch ist, aber ihr wisst, was ich meine, so. Und mit der Herzogin und Tawny halt in ein Hinterzimmer gerät, wo schon sie gesagt hat, hey, warum sind wir jetzt hier eigentlich? Sie weiß es ja aus den Erfahrungen ihres Schwertkampfes ein bisschen besser, aber sie werden überrannt von diesen Rebellen, von diesen Nachkommen des Dunklen und Victor stirbt halt, ja. Und in seinen letzten Atemzügen ist es so, dass er immer sagt, vergib mir. Und was er damit eigentlich meint, ist ein Satz, den Hawk ihm am Tag zuvor an den Kopf geschmissen hat. Und das bedeutet, warum hast du sie eigentlich nie verteidigt? Warum hast du sie nicht beschützt vom Herzog und vor Lord Marzen und von all den anderen Menschen, die ihr Schlechtes angetan haben und Furchtbares angetan haben? Was natürlich der Wahrheit entspricht. Ja? Er hat sich für sie eingesetzt, also Hawk in dem Fall.
Und deswegen bittet er um Vergebung. Und für Poppy ist natürlich auch die letzte Bastion, die fällt. Das letzte Stück wiedergewordene Familie, das sie überhaupt hatte, und das letzte Stück Beständigkeit bröckelt so vor sich hin. Und sie ist jetzt komplett allein auf der Welt. Und das dreht etwas in ihrem Schalter um. Sie sieht dann Lord Marzen, der auch noch abfällig über Victor spricht und metzelt ihn nieder. Eine unfassbar befriedigende Situation, weil sie all das wirklich mal rauslassen kann. Nicht nur, was er ihr angetan hat, sondern was alle anderen ihr angetan haben. So, und natürlich ist es jetzt auf der Burg nicht mehr sicher. Ganz, ganz viele Säle sind da jetzt verschlossen, weil die natürlich zerstört wurden und so viele sind gestorben. Man kann die Sicherheit der Jungfräulichen nicht mehr gewährleisten und sie wird in die Hauptstadt gebracht. Und zwar von mehreren Wächtern, unter anderem ein Typ, der heißt Phillips, dann ein Typ, der heißt Kieran und ein Typ, der heißt Noah. Und auch Hawk ist eben an ihrer Seite und sie soll jetzt zur Hauptstadt eskortiert werden, was natürlich eine sehr gefährliche Aktion ist, weil sie müssen durch den sogenannten Blutwald. Das ist ein Wald, in dem es halt sehr viele magische Wesen gibt, die halt gerne Menschen fressen, aber auch vor allem die sogenannten Hungernden, also diese zombieartigen Wesen, die eben auch grundlos Menschen überfallen, sie fressen und halt zerfetzen. Die sind auch sehr stark, denn diese wurden in der Vergangenheit von den Atlantianern erschaffen, sind also auch ja nicht unsterblich, aber schon sehr, sehr mächtig. Was heißt mächtig? Einfach stärker, physisch stärker. So. Und sind natürlich von so einem bestimmten Trieb auch getrieben. Und im Rahmen dieser Reise enthüllt Poppy ihre Gabe, weil als sie einmal angegriffen werden und Noah auf dem Boden liegt und halt wirklich Schmerzen leidet kurz vor seinem Tod, nimmt sie ihm diese Schmerzen und die anderen Mitstreiter merken das natürlich. Und damit wird ihre Gabe so ein bisschen enthüllt, aber vor allem halt vor Hawk enthüllt. Und der hat sowieso schon die ganze Zeit eine eigene Agenda gehabt, denn er ist der dunkle Sohn. Er ist der geheime Prinz, also der Nachkomme des ehemaligen Herrscherpaares, der all diese Rebellionen teilweise angezettelt hat, teilweise mitverschuldet hat, aber auf jeden Fall verantwortlich für alles war. Denn auch wenn manche Fraktionen dieser größeren Rebellion autonom handeln oder aufgrund Basis eigener Entscheidungen, wie zum Beispiel dieser Bloody Party, ja, die er jetzt nicht angeleiert hat, aber wo er schon auch mitgewirkt hat im Prinzip durch seine Vorstellungen und dadurch, dass er die Leute rekrutiert, ist er schon auch damit verantwortlich gewesen. So, und Poppy wird auf eine Burg gebracht, wo sie übernachten sollen, kurz bevor es zur Hauptstadt geht. Und dort werden all ihre Wächter, also all die Menschen, die sie eigentlich beschützt haben und auch auf dem Weg ihre Begleiter waren, von Hawk, der eigentlich Castile heißt, niedergemetzelt. Er offenbart ihr auch, dass er derjenige war, der den Herzog getötet hat. Er offenbart ihr auch, dass derjenige ist, der mitverantwortlich war, dass Victor gestorben ist. Er offenbart ihr, dass er Ryland getötet hat, denn nur durch den Tod von Ryland konnte er überhaupt in das Amt eines Leibwächters der Jungfräulichen aufsteigen. Er hat auch in der Vergangenheit keinen Hehl draus gemacht, dass er es liebt zu töten. Und ich sage explizit, er liebt es zu töten und er kann es sehr gut zu töten. So, also der Typ ist per se ein Massenmörder und ein Psychopath. Ja? Und sie ist dann eingekesselt, merkt, oh mein Gott, ich wurde belogen, betrogen, manipuliert und reagiert erstmal total rational. Sie rastet aus, sie versucht sich zu verteidigen. Natürlich ist die Übermacht an Anhängern, die sogenannten Wölfischen sind, das sind quasi Werwölfe einfach, die auch dem dunklen Sohn, also diesem Castile aka Hawk, einfach anhängig sind und auch versuchen, das alte System wiederherzustellen, treu ergeben sind und dann halt dafür sorgen, dass sie entwaffnet wird, angekettet wird und ins Verlies geschmissen wird. Ja? Dabei erleidet sie auch eine Verletzung am Bauch, aber darum geht es erstmal nicht so. Die erste Szene, wo schon alles den Bach runterging, ist, als sie sich erstmal verteidigt, so, voll in Ordnung, und dann aber Hawk keine Reue zeigt, ja, im Sinne von, oh mein Gott, es tut mir leid, dass ich dich belogen habe, jetzt ist endlich alles raus, aber ich kann es dir erklären. Er verhöhnt sie, er beleidigt sie, er im übertragenen Sinne spuckt auf sie und behauptet dann auch noch kackend dreist, so, ja, wir hatten doch eine geile Zeit und im Grunde hast du es doch voll gemocht, dass wir was miteinander hatten und ganz ehrlich, stell dich jetzt doch nicht so an und natürlich habe ich dich belogen, weil ich habe halt einen größeren Plan und der ist wichtiger als wir beide und unser kleines weil die hatten zu dem Zeitpunkt schon Sex, also das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen. Sie hat auf dem Weg in diese Burg, wo dann auch sie gefangen genommen wird, hat sie sich überwunden, hat ihre Grenzen, eigenen Grenzen gesprengt, was ja auch so ein cooler Moment war, und hat selbstbestimmt Sex mit ihm gehabt. Nur damit er sie halt auf diese Art und Weise betrügt, belügt und dann auch noch in Ketten legen lässt und sie ins Verlies schmeißen lässt. Also vom einen Käfig in den anderen Käfig mit emotionalem Missbrauch, mit
der öffentlichen Demütigung, die damit einherging. Und er zeigt einfach keine Reue. Er zeigt einfach keine Reue. Und du denkst dir dann so, oh mein Gott, er ist der Böse. Was ja ein cooler Plot-Twist wäre, was wirklich Plot-Twist gewesen wäre, was ich noch verstanden hätte. Nein, natürlich kommt dann die nächste Szene. Sie ist in diesem Verlies und er zwingt sie zu essen gegen ihren Willen. Er versorgt sie gegen ihren Willen, was auch bedeutet, er fasst sie an gegen ihren Willen. Und das Einzige, an was Madame dann denken kann, ist, wie heiß er ist und dass sie Sex mit ihm haben will. Und dass sie aber nicht darf, aber dass sie Sex mit ihm haben will. Und dann erklärt ihr auch, dass das aktuelle Regierungspaar, also König und Königin, vielleicht gar nicht so tolle Leute sind, dass sie eigentlich Vampire sind, die erschaffen wurden durch das Blut von Atlantianern, die auch gefoltert und gefangen geworden sind, unter anderem eben auch Hawk, aka Castile, ja, also so heißt er dann einfach in dem Buch später. Und dass sie ja auch Furchtbares an den Atlantianern, an Missbrauch vollführt haben und dass also auch ihre Unterdrückung eigentlich gar keinen Sinn hatte. Ja? Also man hätte sie gar nicht so einsperren müssen, es hat gar keinen übergeordneten religiösen Zweck oder irgendeinen politischen Zweck oder sowas für das Bestehen des Königreiches. Ich meine, es hätte ihr auch anders erklären können und es hätte ihr auch unarroganter erklären können. Er ist so gönnerhaft und so herablassend und so herrisch und er setzt sich immer aktiv gegen ihren Willen, also über ihren Willen hinweg. Ihm ist egal plötzlich, was sie fühlt, was er die ganze Zeit vorher auch nicht getan hat. Ja? Ihm ist egal, was sie denkt vor allem. Es geht ihm nur um ihre körperliche Unversehrtheit, dafür sorgt er dann schon, aber auch da gegen ihren Willen. Wenn die Frau hungern will, wenn die Frau sich zu Tode bluten will, das ist ihr eigener Wille, ihr Verstand. Und ihr Verstand wurde schon viel zu oft gebrochen und schon viel zu oft übergangen. Und da legt er auch nochmal ganz fett die Wunde rein, weil er sie halt nicht nur körperlich bindet durch diese Fesseln, sondern auch emotional und geistig. Und damit über ihren Willen, über ihr Trauma hinwegtrampelt, auf eine rücksichtslose Weise, wo ich mir denke, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, ja? Und was ich daran so schlimm finde, ist gar nicht, dass es passiert. Er hätte ja zum Bösewicht werden können. Wäre eine brillante Idee gewesen. Nein, das Ganze wird romantisiert. Und wie sollte es auch anders sein im Laufe der Zeit? Und es beginnt eigentlich noch vor Ende, entwickelt... Oh, sorry, ganz ehrlich. Entwickelt Poppy wieder Gefühle, nähert sich ihm wieder an und sie haben nochmal Sex. Ja. Ja. Macht voll Sinn. Ist voll klar. Also erstens, dass diese ganze Entwicklung der Charaktere völlig schwachsinnig war, ist zu bemängeln. Also dass ja eigentlich Poppy eine gute Entwicklung gemacht hat. Ja? Sie war an dem Punkt, wo sie sich befreit hat, wo sie sich selbst über das Wohl der anderen gestellt hat, wo sie echt gemerkt hat, dass sie für sich selbst eintreten und kämpfen kann. Und das sogar, tolle Message, unabhängig von allen Männern in ihrem Leben. Ja, ja, Frau, ja. Nur um sich dann in eine emotionale Unabhängigkeit zu begeben, die absolut toxisch ist, die natürlich manipulativ herbeigeführt wurde. Und ich möchte hier auch gar kein Victim-Blaming machen. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Es geht für mich um die Message, die Jennifer Armentrout mit diesen Handlungen vermittelt an den Leser. Zu so einem Typ, der plötzlich gezeigt hat, oh mein Gott, das war eigentlich alles Fake und du bist mir im Grunde egal, also deine Persönlichkeit ist mir im Grunde egal. Ja? Und was auch noch dazu kommt, er hat sie am Anfang... Zumindest sagte er es so seinen Leuten gegenüber, unverletzt belassen, obwohl die halt die Auserwählte natürlich in Stücken an die Königin und den König zurückschicken wollten. Gesagt, nee, wir sperren sie nur ein und wir wollen sie dann eintauschen gegen den jüngeren Bruder. Genau, den jüngeren Bruder von Castile, also Hawk. Ja, weil der ist auch noch weiterhin gefangen genommen von König und Königin. Dem wird weiterhin als Blutbank eben Blut abgezapft, um diese Aufgestiegenen generieren und verwandeln zu können. Und er möchte sie eben eintauschen gegen ihn. Das heißt aber auch gleichzeitig in dem Atemzug, in dem er ihr erklärt, dass König und Königin eigentlich folternde, rücksichtslose, eiskalte Wesen sind, dass er sie dorthin zurückschicken würde, um seinen Bruder zu bekommen. Das heißt, auch da ist ja das Unrechtsbewusstsein darin gehend, dass er auf der einen Seite ambivalent sagt, ich möchte dich beschützen und für dein körperliches zumindest Wohlergehen sorgen. Ja, und wir werden übrigens auch noch miteinander schlafen, aber okay. Das streut er mal so random ein in Situationen, in Gesprächen, weil macht man ja so als Psychopath. Und aber gleichzeitig halt sagt, ich würde dich ausliefern an Menschen oder an Wesen, von denen ich denke, dass sie rücksichtslos, skrupellos, ausbeuterisch und gewaltvoll sind. Was natürlich auch irgendwie gar keinen Sinn macht. Also was ist los mit diesem Typen? Und ich meine, wie gesagt, es wäre gut gewesen, wenn er der Böse wäre, wenn Poppy dann sich plötzlich gegen ihn wehrt, wenn es von mir aus
kein Love Interest mehr in den nächsten Büchern gebe oder an anderen, das ist mir völlig egal. Aber nicht, dass das einfach so weitergesponnen wird von wegen, ja, das passt doch jetzt zwischen uns und du hast mir jetzt alles erklärt und er hat mich ja effektiv auch noch nicht ausgeliefert. Also können wir jetzt mal weiter rummachen. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos und das Ganze wird noch getoppt durch die Kirsche auf dem Eisbecher in der folgenden Szene. Poppy ist wieder eigentlich relativ ihm gegenüber nicht neutral eingestellt, aber milder eingestellt, würde ich mal sagen. Sie hatten dann ja auch nochmal was an Sex miteinander und ja, keine Ahnung, er hat immer noch sein Sixpack so ungefähr. Und ich kann einfach nicht mehr, echt, ich kann nicht mehr. Und dann am Ende ist es so, dass sie in einem Bankettsaal sitzen und sie dann zusammen, auch gezwungen durch Hawk, auch gegen ihren Willen, in diesem Bankettsaal sitzt, mit all seinen Mitstreitern, also diesen Wölfischen, die nennen sich halt die Wölfischen, die Werwölfe halt. Und es heißt, und es darüber diskutiert wird, was jetzt die nächsten Pläne sind. Und Hawk halt sagt, wir werden nach Atlantia oder Atlantianern, also Atlantis im Prinzip reisen. Das ist die Heimatstadt der Atlantianer, die auch noch existiert, heimlich im Verborgenen hinter einem magischen Schleier, wo sie also hinlaufen wollen. Und Poppy sagt halt, nein, ich will da nicht hin. Ich muss erstmal meinen Bruder finden und dem helfen. Ne? Ian ist ja auch noch in der Geschichte mit drin. Und ihn natürlich auch fragen, ob er auch unschuldige Babys das Blut aussaugt, was halt das ist, was eigentlich Königin und Königin aktiv in dem Königreich machen. Also sie möchte sich im Grunde für ihr Königreich einsetzen und in die Hauptstadt und versuchen, da zu helfen, soweit sie es eben kann, weil auch ihre Gabe entwickelt sich halt jetzt so ein bisschen Stück für Stück im Laufe der Geschichte. Also sie will einfach nicht weg, ganz, ganz klar. Und Hawk übergeht es und sagt, nein, du machst einfach, was ich will, weil ich bin großer, starker Mann und ich bin halt ein rücksichtsloser Vollidiot. Und dann sagt sie halt, ja, warum? Aber warum muss es unbedingt Atlantian sein? Und warum können wir nicht in die Hauptstadt? Du hast doch auch eine Rebellion zu führen und so, keine Ahnung. Und dann sagt er, naja, weil zwei Atlantianer nur in Atlantis heiraten können. Denn Achtung, ja, natürlich ist sie, als er von ihr getrunken hat und sie auch von ihm mal getrunken hat, so zwangsweise halt, ist rausgekommen, dass sie halt halb Atlantianerin ist und halb Sterbliche. Das heißt also, dass ihr Vater vermutlich Atlantianer war. Und deswegen hat sie auch eine gewisse Resistenz gegenüber dem Biss von diesen Hungernden. Weil wenn man von Hungernden gebissen wird, dann wird man eben selbst zu einem Zombie. Das ist ihr mal passiert, eben durch diesen Überfall. Sie ist nicht verwandelt worden, sie hat ja nur diese Narben davon getragen. So, also sind sie halt quasi zwei Atlantianer und sie können nur heiraten, wenn sie in Atlantis sind. Und sie so, wie meinst du das jetzt? Was soll der Kack? Was auch wieder eigentlich eine angemessene Reaktion auf diese Aussage ist. Und er so, ja, wir werden dann dort heiraten. Punkt. Ende des Buches, Ende der Geschichte. Es gab nicht mal einen Antrag, ja, pro forma so. Er bestimmt einfach, dass sie jetzt heiraten soll. Ihm ist es scheißegal, dass ein Teil von ihr ihm ja auch noch immer hasst. Und es ist ihm auch wurscht egal, ob sie das will oder nicht. Obwohl sie ja sagt, so, nein, eigentlich will ich nicht. Und eigentlich will ich jetzt woanders hin. Und kann ich jetzt eigentlich gehen? Und er so, nö, ich mache, was ich will. Und du bist ja eigentlich nur eine Puppe, die an meiner Seite ist. Und bei der ich ein bisschen meinen Frust abladen kann, so ungefähr. Und jetzt zu machen hat, was ich will. Also schön Klappe halten, hinsetzen und hübsch aussehen. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist der größte Rotz, den ich seit 10 Jahren gelesen habe. Und ich verstehe nicht, wie man das gut finden kann. Es erschließt sich meinen Gedanken einfach nicht. Ja? Ich könnte es noch verstehen, wenn man sagt, ich kann das alles einfach überlesen. Ja, irgendwo, ganz, ganz weit weg, denke ich, naja gut, okay, der Rest der Geschichte war ja nicht völlig für die Tonne. Aber dass man das überlesen kann, das entzieht sich meinem Bewusstsein und das entzieht sich auch meiner Vorstellungskraft. Ja, ich werde im Lesemonat auch dieses Buch nur ganz kurz erwähnen. Ich werde nicht weiter darüber sprechen, weil ich es nicht möchte, weil ich es eine Beleidigung an Lesezeit finde. Ja, es ist verschwendete Lebenszeit, die man in dieses Buch investiert. Und deswegen halt nur pro forma sage, dass ich es gelesen habe, aber ich werde in allen weiteren Diskussionen auf dieses Video hier verweisen, dafür habe ich es auch gemacht. Und ja, lest es nicht, schmeißt es in die Tonne, boykottiert es von mir aus auch, ja. Nee, einfach nur nee. So, und ich hoffe, dass ich damit jetzt mir all das von der Seele reden konnte und vor allem mir auch mal das aus meinem System rausreden konnte, damit ich jetzt nicht den ganzen Tag noch darüber nachdenken muss. Ich werde jetzt in Anbetracht dessen zu einer Reihe greifen, die ich liebe, die vielleicht auch ein bisschen zu kitschig, aber sehr, sehr schön ist, sehr respektvoll gegenüber Frauen und die mir jetzt einfach genau dieses gute Gefühl geben wird, dass mir
From Blood, in was zur Hölle habe ich da eigentlich gelesen, nicht gegeben hat. Und das ist die Gilderjäger-Reihe von Alimi Singh. An dieser Stelle auch nochmal eine große Empfehlung. Lest lieber das, kann ich euch sehr empfehlen. Ist an manchen Stellen vielleicht ein bisschen kitschig, aber sehr, sehr toll vom Charakter, vom Worldbuilding und auch im Umgang von Menschen miteinander. Und ich rede hier explizit von Menschen miteinander, weil kein Mann sollte so behandelt werden, wie es bei Poppy war, und keine Frau. Ja? Niemand auf dieser Welt, auf dieser wunderschönen Welt. Wenn ihr jetzt noch was dazu in den Kommentaren da lassen wollt, sehr, sehr gerne. Wenn ihr dieses Buch geliebt habt, ist in Ordnung. Ja? Wir haben alle unterschiedliche Geschmäcker. Und es ist für mich immer schön, wenn jemand eine gute Lesezeit hat, wenn also jemand wirklich Bücher gerne liest und Freude an einer Geschichte empfindet. Ich kann es, wie ihr schon merkt, nicht nachvollziehen. Dafür gibt es viel zu viele starke Kritikpunkte. Und deswegen möchte ich es jetzt auch ein bisschen dabei belassen. Und ja, ich freue mich darauf, dass wir vielleicht noch ein bisschen Austausch pflegen. Und ansonsten bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.